vielen herzlichen Dank für diesen reizenden Empfang hier in Ludwigshafen. Ich weiß schon, warum ich wiedergekommen bin zu Ihnen mit Wetten, dass. Und ich möchte ein Grüezi in die Schweiz schicken, einen Servus nach Österreich, ein Hallo in alle Wohnstuben, in alle Länder, wo man uns jetzt zuschaut. Und wetten, dass der Frank gleich anfängt. Hier ist Burkhard Driest. Aus Liechtenstein, Hanni Wenzel. Tina Riegel. Und als Bundespräsident Walter Scheel. Und unser Saalkandidat Walter Anders. Walter, kommen Sie. Nehmen Sie Platz. Also neben Ihnen sitzt eine Dame, die hat bestimmt anbauen müssen zu Hause. Die hat so alles gewonnen, was man überhaupt nur gewinnen kann. Hanni Wenzel aus Liechtenstein. Ich freue mich, dass wir mal eine Skifahrerin ohne Skianzug sehen. Hanni, ich finde das reizend, dass Sie hergekommen sind. Sie waren noch vorgestern in Sarajevo und haben der halben Familie die Daumen gedrückt. Sie durften nicht an den Start. Das Hickhack ist genügend bekannt gemacht worden. Sie hatten eine B-Lizenz, wollten die dann wieder zurückgeben, wollten doch zu den Olympischen Spielen. Dann waren die Herrschaften etwas streng mit Ihnen, haben gesagt, nein, Sie hat ein bisschen zu viel Werbung gemacht, geht nicht. Sehen Sie nicht mit einer irrsinnigen Wut diese Spiele an und sagen sich, wenn ich doch bloß dabei wäre? Nein, ich habe überhaupt keine Wut. Es ist mir beim Fernsehzuschauen sehr gut gegangen. Ich denke mir, ich bin lieber daheim, als wie wenn ich Fünfte oder Sechste wäre. Bin ich wenigstens ausgeruht nachher. Also Sie können den ganzen Wettkampf etwas entspannter sehen. Ja. Ich meine, die berühmten Alpennationen haben ja im Moment alle ein bisschen Grund zur Klage, nicht? In Österreich wäre man sicher über andere Medaillen noch glücklicher gewesen. In der Schweiz, gut, man hat diesen wunderbaren Doppelerfolg der Damen in der Abfahrt feiern können, aber vielleicht hat man sich auch noch andere Medaillen erhofft. Wir sind ja auch nicht ganz so zufrieden. Wenn wir nicht den Peter Angerer hätten, das wäre ganz, hätte ganz schlecht ausgesehen. Morgen fährt Ihr Bruder. Ja, der Andi fährt morgen noch. Und was geben Sie ihm für Tipps? Ich glaube schon, dass er in die ersten drei kommen kann, weil er hat jetzt überraschend schon im Riesentorlauf die Bronzemedaille geholt und jetzt kann er das doch ein bisschen locker angehen. Und ist es so, dass ihr zum Beispiel täglich miteinander telefoniert oder? Nein, nur ab und zu, zwei, dreimal die Woche. Möchten Sie mal Trainerin werden später? Trainerin nicht direkt, aber ich möchte gerne meine Erfahrung und das, was ich gelernt habe in den letzten paar Jahren, mal gern weitergeben. Sie haben ja immer mit den Schweizern zusammen trainiert. Ich glaube, wenn die Liechtensteiner nicht mit den Schweizern hätten trainieren können, dann weiß man nicht, ob sie so gut geworden wären. Denn Sie selber haben kaum die Möglichkeit, dieses Abfahrtstraining zu organisieren. So, ne? Ja, vor allem das Abfahrtstraining ist sehr gut, in einer großen Mannschaft absolvieren zu können. Slalom und Riesentorlauf geht es in einer kleinen Mannschaft auch. Da ging's. Tina, Hanni, zu Ihrer Wette. Ich lese vor, dass es genau ist. Ja? Ich wette, dass Hans-Peter Bernhard die Ergebnisse aller alpinen Skiwettbewerbe der Olympischen Spiele in Sarajevo bis zum 30. Platz kennt. Wie bitte? Ja, stellen Sie sich vor, Herr Scheel, ich hab da auch zweimal nachgefragt. Er hat ein so gutes Zahlengedächtnis, dass er sagt, er hat bis heute Abend die ersten 30 Plätze aller alpinen Wettbewerbe im Kopf mit genauen Zeitangaben, auch der Hundertstelsekunden. Nein. Ich werde dieses Spiel in zwei Runden spielen. Zuerst werde ich ihm den Namen eines Rennläufers sagen und er muss mir das Rennen nennen und den errungenen Platz. Und in der zweiten Runde werde ich dann den Platz und das Rennen nennen und er muss mir dann den Namen und die exakte Zeit auf die Hundertstelsekunde sagen und er darf keinen Fehler machen. So, Ted, und nun haben Sie es ja leicht, nicht? Sagen Sie mir mal, ob er das schafft oder nicht. Bitte geben Sie uns die Quote. Hanni, mit den Olympischen Winterspielen da oben, da sind so viele Rennen verschoben worden. Gestern der Slalom war so im Nebel. Ist das für einen Skiläufer wirklich ein großes Problem oder macht das nicht ganz so viel aus, wie uns die Reporter das immer sagen?
Ja, es macht schon sehr viel aus, vor allem wenn man drei Disziplinen fährt oder zwei Disziplinen. Mhm. Wenn man nur eine allein fährt, dann geht es, dann kann man sich zusammenreißen und auf das eine konzentrieren. Was meinen Sie denn, wann Ihr Bruder heute Abend ins Bett geht? Oh, 22:30. Und gibt es da irgendein Geheimmittel in Ihrer Familie? Gibt es da einen besonderen Tee, der getrunken wird? Oder? Nein, alles ist nicht besonders. Das ist das Geheimnis. Wie ist das, wenn unter diesen engen Skianzügen, habt ihr da eigentlich noch was drunter an? Ja, manchmal hat man was an und manchmal nicht. Ich habe es nur einmal probiert, vor Lake Placid in dem Rennen. Aber da habe ich die Hälfte runter. Es war im Bad Gastein. Ja. Da habe ich eine Minute lang nur immer gedacht, Mensch, friere ich, wenn es nur nicht so ziehen würde. Und darum habe ich es dann gelassen. Die Quote ist gekommen. Das war der Gong, der uns eben kurz unterbrochen hat. 53-47, wieder ein vorsichtiger Ted. Bitte geben Sie mir alle den Tipp. Burkhard, was tippen Sie? Ja, er schafft's. Drücken Sie noch mal drauf, das Lichtchen ging nicht an. Hanni tippt ja. Tina? Auch ein Ja. Herr Scheel? Ja, jetzt muss ich mutig sein, nachdem ich eben... Auch ein Ja. Ich betone noch mal, ja, er darf keinen Fehler machen. Der zweite Walter sagt Nein. Gut, dann kann ich nur sagen, meine Damen und Herren, heißen Sie mit mir herzlich willkommen Hans-Peter Bernhard. So, Hans-Peter, ich habe eben schon den Zuschauern gesagt, dass durch die Verschiebung der Rennen Sie viel weniger Zeit hatten, als Sie ursprünglich geglaubt haben. Und ein Rennen war noch gestern, Sie mussten also alle möglichen Plätze noch auswendig lernen. Können Sie uns eine kleine Statistik geben? Wie viele Zeiten und Zahlen mussten Sie sich jetzt merken? 142, weil im Slalom der Damen nur 22 klassiert waren. Ich habe Sie auch gefragt, ob ich mich vorher mit Ihnen ein bisschen unterhalten kann oder ob Sie das nervös macht. Sie haben gesagt, komm, quatschen wir erst ein bisschen, damit ich mich an die Atmosphäre hier in so einem Studio ein bisschen gewöhnen kann. Sie wohnen in Ingolstadt? Ich wohne in Ingolstadt, Was machen Sie beruflich? Ich bin für ein internationales Unternehmen tätig, das auf dem Gebiet der gesunden Ernährung sich bewegt. Und meine Aufgabe ist es, in kurzen praktischen Tests zu zeigen, wie man ohne Zusatz von Fett und ohne Zusatz von Wasser kochen kann. Ah, dann können wir Ihnen ja die Eier aufheben, die wir noch haben. Die können Sie dann das nächste Mal gleich vorführen. Ja, Herr Bernhard, ich spiele mit Ihnen in zwei Runden. Mhm. Die erste Runde ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Und ich gebe Ihnen einen kleinen Tipp. Wenn Sie nicht ganz sicher sind, warten Sie mit Ihrer Antwort. Ja? Mhm. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Ich stelle Ihnen in der ersten Runde 10 Fragen. Ja. Top, die Wette gilt. Meine Frage, in welchem Rennen, auf welchem Platz war Gunnar Neuriser? Im Riesenslalom der Männer auf Platz Nummer 22. Richtig, richtig. Und Eva Gabowska. Im Slalom der Damen auf Platz 13. Richtig. Wollen Sie mal verschnaufen zwischendurch? Ja. Petra Wenzel. Im Riesenslalom der Damen auf Platz 19. Richtig. Dorata Tlalka. Im Riesenslalom der Damen auf Platz 30. Auch richtig. Ivana Valesova. Ivana Valesova war in zwei Rennen. Einmal im... Mir reicht, wenn Sie mir die Abfahrt sagen. Mir in der Abfahrt war sie
auf Platz 24. Richtig, das reicht, das reicht. Und im Riesenslalom war sie auf Platz Nummer 28. Da hätten Sie mir jetzt alles erzählen können, weil das habe ich nicht hier stehen. So, ich darf noch mal um Ruhe bitten. Ott Sörli. Im Riesenslalom der Männer auf Platz 19. Richtig. Wladimir Makeyev. Wladimir Makeyev war im Abfahrtslauf der Männer auf Platz 16. Richtig. Debbie Armstrong war Erste im Riesenslalom der Damen und 21. im Abfahrtslauf der Damen. Richtig. Noch zwei. Ja, das meine ich jetzt mit der Bresseln. Stephen Lee. Stephen Lee war 19. im Abfahrtslauf. Richtig, der Herren. Richtig. Und die letzte Frage der ersten Runde. Andrea Leskosek. Andrea Leskosek war 16. im Slalom der Damen. Richtig, mehr steht bei mir nicht. Damit haben Sie die erste Runde gewonnen. Hanni. Jetzt muss ich Sie fragen, bevor ich zur zweiten Runde komme. Ich habe es vorhin ganz vergessen. Was machen Sie eigentlich, wenn Sie Ihre Wette nicht gewinnen? Ich glaube, Sie sind sich so sicher, dass er gewinnt, dass Sie mich gar nicht gefragt haben. Also ich möchte das schon wissen. Ich höre ja wahrscheinlich im Frühling auf mit meiner Karriere. Und dann würde ich, wenn ich die Wette verliere, nächstes Jahr ein Weltcuprennen fahren für Wetten, dass. Haben Sie das gehört? Eigentlich müsste ich jetzt verlieren, um dieses gemeinsame Erlebnis für Sie uns sind so ein Sportfan. Ja. Nein, machen Sie keine Dummheiten. Spielen Sie schön in Ruhe Ihre Wette bis zu Ende. Ich möchte noch nachtragen, die Andrea Leskosek war auch 16. im Riesenslalom. Im Zweifel wissen Sie auch noch Ihre Telefonnummer. Nein. Herr Bernhard, jetzt holen wir Sarajevo hier ins Haus. Ja. Jetzt gehen wir mit unseren Zuschauern mal auf die Piste. Bitte kommen Sie zu uns. Also hört mal, das ist der Komödienstadl aus dem ersten Programm. So, ja? Jetzt also, fragen mich was. Ja, ich frage. Vielen Dank, das war unsere Live-Schalte ins erste Programm, meine Damen und Herren. Und schnell sind wir wieder bei Wetten, dass. Und kommen nun zu der wirklich schweren Runde. Hier geht es um jede Hundertstel Sekunde. Und ich muss unserer lieben Frau Wenzel aus Liechtenstein noch mal sagen, er darf keinen Fehler machen, sonst muss sie einen Abfahrtslauf mehr in ihrer Karriere bestreiten, als sie sich jemals vorgenommen hat. Achtung! Denken Sie an den Riesenslalom der Damen, Platz 23. Riesenslalom der Damen, Platz 23, war in 2:26:22 Mattea Svet. Richtig! Und hier sehen wir sie. Achten Sie bitte nicht auf die rechte Zeit, sondern auf die linke. 2:26:22. Richtig. Denken Sie jetzt an den Riesenslalom der Herren, Platz
27. An den Riesenslalom der Herren, Platz 27, war Osamu Kodama. Richtig. In 2:50.21. Richtig. Und so kam er ins Ziel. Abfahrtslauf, Herren, Platz 26. Abfahrtslauf, Herren, Platz 26 war Gary Ettens in 1:48.79. Richtig. Noch zwei. Das war jetzt der falsche. Noch zwei. Das war, glaube ich, eine falsche Einspielung. Ja. Moment einmal. Ich sage Ihnen jetzt was dazu. Jetzt kommt er. Aha. Ja, lass ihn laufen. Gott sei Dank. Sie haben jetzt ein unglaubliches Glück. Sie haben ein unglaubliches Glück, weil man ihn aus Versehen da hinten schon den nächsten eingeblendet hat. Ich habe gar nicht aufgepasst. Sie haben nicht aufgepasst, ich glaube das. Ich habe nur auf den Gary Ettens gedacht. Gut. Platz 18, Abfahrt der Damen. Platz 18, Abfahrt der Damen. Habe ich nicht hingeschaut, blöder Hund. Platz 18, Abfahrt der Damen in 1:15.32, Lisa Saviarvi. Richtig! Und jetzt noch eine Zahl und Sie haben gewonnen. Hoffentlich. 20. Platz im Spezialslalom. Der Damen. Das ist eine gute Frage. Ja, Damen, ja. Also die Herren fahren erstmal. Ja. Das war Chinesin Xu Fei Yin. Und jetzt noch die in Zeit. 2:06.04. Richtig! Peter Bernhard, bei diesen Rennen, Sie hatten so wenig Zeit, das alles zu lernen. Sie müssen ein phänomenales Gedächtnis haben. Waren Sie der Beste in der Schule? Na, ich bin zwar mal sitzen geblieben. Wann kamen Sie denn auf die Idee, diese Wette anzubieten? Ja, ich habe ein bisschen heute für Skirennen interessiert. Mehr passiv allerdings, so ein typischer Fernsehsportler. Und habe halt ein bisschen ein Zahlengedächtnis, habe mir halt gedacht, aufgrund der Olympiade wäre das vielleicht nichts Verkehrtes. Recht haben Sie, recht haben Sie. Und jetzt wollen wir beide noch einen gratulieren. Ja, ich möchte noch einen Satz sagen, dass wir morgen, weil meine Patin ist die Hanne Wenzel und sie hat ja durch unglückliche Umstände leider jetzt nicht teilnehmen können an diesen Winterspielen und ihr Bruder, der hat morgen ganz große Chancen im Spezialslalom und vielleicht kann er die Goldmedaille gewinnen, die sie gerne gewonnen hätte. Und wenn wir Ihrem Bruder alle morgen fest die Daumen halten, dann geht es vielleicht gut. Ich hoffe es. Gut. Herzlichen Dank für diesen Tipp. Hier ist Ihre Clubkarte. Und wenn das klappt, Sie wissen, was Sie damit alles erreichen können. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Dankeschön. Wiedersehen.